Bäume vermessen und Baumbestände erfassen. Eine solche Waldinventur ist heutzutage noch gänzlich Handarbeit. Und sie ist zeitaufwendig und mühsam. Aber sie muss gemacht werden. Alle paar Jahre findet im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums zum Beispiel die Bundeswaldinventur statt. Mit ihr wird erfasst, welche Baumarten wo wachsen, wie stark die Holzmenge zugenommen hat und wie gesund der Wald an verschiedenen Standorten ist. Darüber hinaus erfassen beispielsweise Privatwaldbesitzer regelmäßig, wie viel Holz auf ihren Flächen wächst. Die Erfassungen sind aufwendig, weil man dafür regelmäßig hinein in die Forste muss, um bestimmte Probeflächen mit Standardmethoden zu erfassen. Gemessen wird dabei unter anderem der Baumdurchmesser auf Brusthöhe sowie die Baumhöhe. Erfahrene Forstleute können einen Bestand mit diesen Methoden tatsächlich gut bewerten. Möchte man den Wald aber präziser vermessen, stoßen traditionelle Verfahren schnell an ihre Grenzen. Würde mein Team hier so händisch und ehrlich gesagt auch ziemlich schlampig weitermachen, bräuchten wir sehr viel Zeit. Mit einer neuen Technologie geht das aber so gut wie im Handumdrehen. Die Technik ist zum Beispiel bereits in der Architektur etabliert. Und so funktioniert sie. Ein Waldbereich wird mit einem 3D-Laserscanner von verschiedenen Standorten aus abgescannt. Der Scanner sendet Laserlicht aus, das dann von den Bäumen reflektiert und zum Sensor zurückgeworfen wird. Die Scanner können so tatsächlich sehr präzise Äste und Baumstämme abbilden. Aus den vielen Millionen Messpunkten, die der Laserscanner beim Abscannen des Waldstücks erzeugt, entsteht zunächst eine sogenannte Punktwolke. In dieser Wolke lassen sich vom menschlichen Auge schon leicht Strukturen erkennen. Mit einer intelligenten Software lassen sich daraus anschließend einzelne Bäume mitsamt ihren Ästen voneinander separieren. So kann jeder Baum als eigenes dreidimensionales Modell rekonstruiert werden. Am Ende kann die Software verschiedene Parameter automatisch messen und ausgeben, wie zum Beispiel die Oberfläche, die Dicke des Stamms, das Holzvolumen oder das Kronvolumen. Die Software zur Auswertung wurde 2017 von einem Team des Department of Forest Ecology vom tschechischen Silva Taruka Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening veröffentlicht. Sie heißt 3D Forest und ist kostenlos und Open Source verfügbar. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was genau an dieser Technologie so nützlich oder gar nachhaltig sein soll. Vielleicht denkt ihr bei der Nachhaltigkeit eher an die Aufforstung der Wälder und nicht unbedingt an die Vermessung. Wusstet ihr aber, dass der Begriff Nachhaltigkeit ursprünglich sogar aus der Forstwirtschaft kommt? Es dürfen nicht mehr Bäume gefällt werden, als neue nachwachsen. Dieser Satz des sächsischen Oberberghauptmannes von Karlowitz gilt als Grundstein der modernen Forstwissenschaft. Er verlangte von all jenen, die Holz verbrauchen, sich angemessen an der Wiederaufforstung und am Wiedererlangen eines Gleichgewichts zwischen Abholzung und Zuwachs zu beteiligen. Dies stellte 1713 einen Perspektivwechsel dar, weg vom kurzfristigen Profitdenken hin zur Beachtung der Interessen zukünftiger Generationen. Der forstwirtschaftliche Begriff der Nachhaltigkeit ist seitdem zum Synonym für eine gerechte Welt im Einklang mit den natürlichen Ressourcen geworden. Mit dieser Technologie können die Wälder zwar nicht direkt wieder aufgeforstet werden, trotzdem kann sie erstaunliche Erkenntnisse zum nachhaltigen Wirtschaften mit Holz liefern. Eine Studie aus dem Jahr 2018, in der diese Technologie genutzt wurde, zeigt zum Beispiel, dass Buchen komplett ohne Bewirtschaftung größer und stabiler wachsen. In der Studie wurden Buchen in nicht bewirtschafteten und in stark bewirtschafteten Waldgebieten untersucht. Mithilfe eines terrestrischen Laserscanners wurden bei den Bäumen verschiedene Merkmale analysiert und die Verteilung des Holzvolumens auf den gesamten Stamm berechnet. Diese Ergebnisse zeigen, dass in unbewirtschafteten Buchenbeständen ca. 3/4 des Holzes verwertbares Derbholz ist. Auf den bewirtschafteten Flächen hingegen ist es nur etwas mehr als die Hälfte, der Rest ist zum Beispiel Reisig. Als Methode zur Baumvermessung liefert das terrestrische Laserscanning also wichtige Erkenntnisse über das Wuchsverhalten und die Baumarchitektur. Im Naturwald wachsen Buchen nach den Erkenntnissen dieser Studie effizienter.
Sie bilden kleinere Kronen aus und verteilen ihr Holz gleichmäßig in astfreie, lange Stämme. Dieses Holz ist für die Vermarktung besonders geeignet. Die Ergebnisse dieser Studie können also genutzt werden, um effizientere Forstwirtschaft zu betreiben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel dazugelernt wie wir. Mädels, Feierabend!